Willkommen zurück bei Let's Play Lego Let's Kingdom für Game Advance. Wir haben im letzten Part das letzte Teil des verlorenen Schlüssels gefunden. So sieht er aus jetzt. Und nun werden wir den Einer mit Siegen-Modus mal ausprobieren. Und zwar mit. Diesmal mit Raskurs, weil der grün ist und grün ist die coolste Farbe. Wer wird hierbei dem Einer wird Siegen-Modus gewinnen? Oder wer wird am längsten durchhalten? Ich weiß es nicht. Ich bin ja selber auch nur Zuschauer hier. Ach nein, stimmt nicht. Egal. Jedenfalls werde ich, glaube ich, am längsten durchhalten. Das habe ich so geplant zumindest. Ich habe bis jetzt länger durchgehalten als alle Schattenritter, gegen die ich hier gewonnen habe. Das ist schon mal was. Was eigentlich logisch ist, aber egal. Da! Da! Töten und stirb, danke. Hey, stirb. Hey, stirb. Danke. Danke. Wieso bin ich so schwach? Achso, da oben ist meine Energieleiste. So, boy. Nicht einfach. Denke jetzt ist der richtige Augenblick, um einfach drauf zu dreschen. Ja. Ja. Ja, jetzt habt ihr keine Chance gegen mich, ihr scheiß Viecher. Auf Düm. Ich mag euch nicht und deswegen müsst ihr sterben. Wow, eine Elite, scheiße. Ah, der hat sich selber getötet, schön. So. Ich will doch hier ganz gut abschneiden oder so. Oh yes! Ja! Da! Und jetzt Drehattacke auf Doom und dazu kann ich nur eins sagen. Do a barrel roll! Danke. Hey! Zwei Eliten, also du. Ach du Scheiße. Hohoho, jetzt geht's aber ab hier. Oh je, hoffentlich wird der Part nicht allzu lang. Ich halte es, glaube ich, sowieso nicht lang genug aus gegen die ganzen Eliten. Ich werde hier keine Selfstates machen. Vergesst es. Hey, meine Punktzahl wird hoffentlich richtig hoch. Hey, Elite hat kein einziges Mal ihren Angriff einsetzen können. Die sind cool. Wow, scheiße. Wer hier siegen wird? Tja, das... Wow. Was soll eigentlich einer mit Siegen heißen hier drin? Ich verstehe es nicht ganz. Naja. Also die werden bestimmt nicht siegen. Wenn hier jemand siegt, dann nicht. Dafür sorge ich schon irgendwie. Diesen Part werde ich einer besiegen nennen. Ich werde mich jetzt hier erstmal einfach nur so hinstellen. Kommen eigentlich von unten auch Leute? Nee, oder? Dann bleibt mir jetzt etwas Zeit um. Oder irgendwie sowas. Oder sowas. Oder. Ja, meine Punkteanzahl ist over 9000! Ja! Das musste dann mal sein, anscheinend. Dadurch, aus diesem Grund. Und auch so, weil ich einfach Lust dazu hatte. Und jetzt sterbt ihr aber langsam mal. Stirb doch einfach, du Penner. Haha, tot. So. Der Takt ist echt mächtig mit dem Dingensblitz.
Stadtteil. Und die Elite lässt sich einfach ihre Leute töten. Nach wie vor ist meine... Was ist das eigentlich? Ich bin total selig, weil ich alle hier den Codex verfolge, wenn ich die töte. Also... Funbox ist schon ein tolles App. Von der komischen Seite, von der Weehawk mal geredet hat, ist das übrigens gemacht, glaube ich. Soweit ich weiß. Egal. Wow! Die Lenkblitze sind echt genial. Ach man, geh doch mal ein bisschen geradeaus, sonst trifft mich der Blitz gar nicht. Haha. Shane? So, die Attacke ist gleich zu mächtig irgendwie, aber egal. Ich renne, mache jetzt hier einfach nur noch Kampf. Wow, 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 wow. Ach du Kacke, ich sterb bald. Trotzdem wird dieser Part einer Beziehung heißen, weil ich hier einfach... Naja, wir werden noch ein bisschen anfangen mit der weiteren Story, wenn ich diesen einer Beziehung-Modus verloren habe. Aber ansonsten... Das Schöne ist, dass wir im Kampfarena und im Einer-Wird-Siegen-Modus auch noch die ganzen Kristalle, die wir im Laufe des Abenteuers gekriegt haben, einsetzen können. Das ist sehr schön. So, jetzt reicht's mir aber. Fress einfach den Strahl. Hehe, hehe. Der ist einfach zu mächtig für euch. Seht's ein. Dieser Strahl ist einfach zu heftig. Das muss man mal... Ich meine, es ist ja cool, dass die Spielmacher sowas erfunden haben. Alles mit den Energieblitzen und so. Aber man kann es auch übertreiben mit der Stärke der Attacken. So. Och man, greift doch nicht von beiden Seiten, dann ist es unfair. Auch wenn ihr keine Chance habt, ich weiß, aber... Ich habe einfach kein Mitleid mit euch, deswegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht für euch, was? So, was habe ich denn hier noch schön für Sachen? Nochmal, sagt die Skelett-Elite, als Raskus sie umgebrachte. Naja. Die scheiß Bogenschützen interessieren mich nicht. Ich mag die nicht, denn sie sind blöd. Aber sie stören mich auch nicht, weil ich gut bin. Und ein guter Krieger, Ritter, der lässt sich nicht so leicht umbringen. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Warum sind die alle so völlig wahnsinnig geworden? Naja, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Weehawk hat seine Finger im Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes im Spiel. Boah, epische Attacke eigentlich, irgendwie. Sehe ich jetzt mal so. Eieiei, meine Punktzahl ist nach wie vor immer noch, aber ansonsten würde ich sagen, ist das hier ziemlich langweilig. Nach wie vor sagen die Skeletteliten zu ihren Untergebenen und die Hauptmänner ebenso. Und außerdem ist das jetzt... Yay! Weil wir voll hier am Gewinn sind. Also töten wir sie alle und die kommen sowieso hier nicht zu Einsatz, die Spacken. Ey, du bist zu schwach, du bist zu schwach. Ja, ihr seid alle viel zu schwach, weil ihr zu schlecht seid. Und zu Schlechtheit ist halt einfach schlecht für die Angewohnheit. Ich töte euch. Davon haben wir hier genug. Ich denke, ich werde noch ein bisschen den Strahl verwenden. Tja! Auch wenn er mich ziemlich
platt macht. Oh, ich bin tot. Aber wir haben eine richtig gute Punktzahl. Trotzdem, weil ich jetzt traurig bin, dass wir gestorben sind. Aber mir gebührt Ehre und zwar... So, ja. Wieso hängt das jetzt so? Aber ich denke, was steht denn hier? Ist jetzt hier nichts mehr? Okay. Jedenfalls haben wir eine ganz schöne Punktzahl erzielt und im nächsten Part werden wir weitermachen mit der Story. Zitadelle von Orlan. Und warum auch immer es hier gerade ein bisschen so leckt, ich werde jetzt hier erst mit diesem Spiel erstmal eine Aufnahmepause machen und mache jetzt mit One Piece weiter. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Let's Play Legolas Kingdom!